So, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM 2. Ja, wir sind bei einer weiteren Mission. Wir können zwei Ziele hacken. Was bringt das denn? Greife aufs System zu. Erstmal gucken, wie die Chancen sind. Infiltriere ihr System. Ach nee, ist mir zu hohe Fehlschlagwahrscheinlichkeit. Brauche ich noch mehr aus Fressbrett. Ziehe los! Bestätigt! Überwachung läuft! Okay, ach, ich bin unterwegs! Scheiße! Kein Problem! Geht nichts. Das ist auch noch ein einziger Sniper down. Ich möchte es. Oh, warum sterben die eigentlich jedes Mal sofort? Na gut, das kann man auch ausgehen. Trotzdem. So ein Sniper ist immer scheiße. Gelände wollte ich nicht haben, oder? Ist das einer? Na gut. Schon unterwegs! Biete Feuerschutz! Wie ist ja die Trefferchance? 38. Feuerschutz! Oh. So, Klingensturm, hallo! Und warum machst du nix? Ah ja, betäubt sogar. Na, immerhin. Gut, weiter geht's. Ist das auch sicher? Oh, mal schauen, ne? Scanne Gebiet. Ja, komm schon, passt schon. Dahin. Position bestätigt. Na los, zeigt euch! Positiv! Feuerschutz! Feuerschutz! Das war irgendwie... Infiltriere System! Mal gucken, ob da irgendwie die Chance jetzt größer ist als... Wie viel war das? 35 oder so, ne? Ja, beschissen war. Okay, Thema erledigt, weiter geht's. Bin unterwegs. Wir können das Ziel sehen. Minus 1,5, wir haben Sicht aufs Ziel. Rücken Sie vor und schützen Sie die Ausrüstung um jeden Preis. Viking, geh mal dahin. Hoffentlich lohnt sich das. Ja, oh, wie auch.
Bleib da nicht betäubt. Feuerschutz. Überwachung läuft. Nee, bleib nicht betäubt. Schade. Nicht schlecht. Ah, jetzt kriegt's ein. Ziemlicher Grafikfehler ist aber am Zappeln. Ja gut, ist halt so. So, du hast doch getroffen, oder? Ja, meine ich doch. Da ist sie nicht betäubt bleiben. Na gut, wir machen wahrscheinlich eh keine Gefangenen mehr im Spiel. Dahin. Bin gleich da. Edmund ist hier. Kaki. Sturmgewehr. Geh mal dahin. Okay. Mach Feuerschutz. Scanne Gebiet. Du. Sieht doch gar nichts. Geht klar. Gebe Feuerschutz. Ich probiere es. Hacken, wenn du direkt davor stehst. Der Technologie gewinnt. 80. Oh, forget it. Forget it. Feuerschutz. Scanne Gebiet. Ist die ganze Zeit da so rumzappeln? Oh, Mann. Ist das auch sicher? Bin dabei. Nochmal daneben. Konzentriere dich! Oh, schön, ich muss mich zerschreddert. Hier können wir ja schon was brauchen. Sich unserer Position. Ah, jetzt kommt eine Verstärkung. Wäsch wäre weg, der Soldat wäre weg. Hau rein. Jetzt Schaden. Bitte sehr. Das Ding sieht wertvoll aus. Ah ja. Potz, ich habe es. Die Erweiterung. Einfach drauf. Schön. Der ist erledigt. Mal dahin. Das reicht nicht wahrscheinlich. Wieso? Ja, es reicht nicht. Punkt. Ziehe los. Dass wir da. Ich dachte, wir könnten da direkt praktisch loshängen. Aber nee, geht nicht. Na, bin dabei. Laden muss ich nicht. Die immer, ja. Dann mal los! Jo. Bestätigt, die Überwachung läuft! Und Verstärkung. Wir müssen aber hier nicht auf die feindlichen Ziele sein. Edmund-Einheiten gesichtet! Das wäre 4. Und 1, die Lunke.
komm schon, komm, komm, an. Ja, ja. Was ein toller Rad. Doch hier nicht bei WoW. Hä? Die müsste irgendwie das einfach nur beschützen. Na gut. Moment. Reservemunition. Ich gehe schon. Er ist immer noch da. In der Animation feststeckend, wollte ich sagen. Rücke ab! Sieht doch auch nicht als krank hier, oder? Doch. 100%? Ja, hau raus! Hau rauf, mal nicht. Steht noch, na gut. Munition ist knapp! Aha. Schieß mal von hier aus. Neutralisiert. Habe kaum noch Munition. So, hat sich schon bewegt? Ja. Dann haben wir so drauf. Zufrieden? Und, ja, bin ich. Ach so. Haben nur sie, oder ihn, oder es, Feuerschutz. Ja, auch ein Medikit geschossen. Getroffen. Neutralisiert. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Ja, ein toter Soldat. Schade eigentlich. Hatte gehofft, dass wir keine Toten mehr haben, aber was soll es? Ich muss auch weitere Soldaten dazu rekrutieren. Oh. Na gut. Ein Verwundeter oder eine Verwundete. Wie auch immer. Neun Feinde, alles klar. Durchschnittlicher Deckungsbonus natürlich wieder fürs Klo. Ah, was soll's. Das ist man ja von mir schon gewöhnt. Ach ja, die Framerate ist mal wieder ziemlich klein. Niedrig meine ich. Ja, klein und niedrig ist dasselbe.
Übernahmeprotokoll. Du kannst robotische oder mechanische Feinde mit deinem Rem für einen Hackversuch anvisieren. Oh, why not? Hack 60. Naja, mal gucken. Weiter. Fördern. Nehmen wir auch mal die Kampfhacker. Ja, egal, weiter. Okay, weiter. Da haben wir einiges abgekriegt. Ah ja, wir können die analysieren. Hallo, Commander. Jo, ausgezeichnete Arbeit, kennen wir alle schon. Avatar-Projekt, kleiner Durchbruch verändert ist und gibt nochmal 83 Informationen. Wille wiederhergestellt und erhöht. Auch nicht schlecht. Gut. Waffenkammer. Und da anzeigen. Rekrutieren wollte ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 haben wir. Auch trotzdem welche. Rekrutieren. Kostet 25 Vorräte, haben wir alles nicht. Wir sollten mit dieser Gaunerin sprechen, die den Schwarzmarkt führt. Vielleicht kann sie unsere Bar wieder auffüllen. Ja, genau. Gut, das können wir nicht machen, weil wir nicht genug Kohle haben. Gut. Nochmal gucken, was wir Daten anzeigen. Wie sieht das mit den Verwundungen aus? Nicht weniger beschissen als vorher. Na gut. Gehen wir noch mal ein bisschen scannen. 2 Tage, 4 Tage. Jo, gehen wir mal ein bisschen scannen. Belohnung, Information, nicht jetzt. Rekruten, Informationen, Schwarzmarkt, wieder heilen. Das ist gesperrt, okay. Schwarzmarkt. 7 Tage verbleibend. Avenger berechnet neuen Kurs. Brauche ich einen guten. Achso, das sind diese negativen, düsteren Ereignisse. Energierelay einsatzbereit. Na, gucken wir uns das mal an. Aha. Na gut. Verbessern. 80 Vorräte. Ah ja. Ah ja. Ja, den können wir mal. Oder die können wir mal ruhig fest installieren. Ethereum-Kristalle. Wie lange wird das dauern? Diese Spule liefert uns zusätzliche Energie für die Avenger-Systeme. Aber wir müssen eine Abschirmung hinzufügen, um die Crew zu schützen. Gut, hat sich das auch erledigt. Einfach weiter scannen. Schädelstecke hergestellt. Der Zugang zum Alien-Kommunikations...
Netzwerk ist stark gesichert. So, es kommt nochmal hier von vorne. Und benötigt. Der Zugang zum ähnlichen Kommunikationsnetzwerk ist stark gesichert und benötigt eine Reihe komplexer biomedizinischer Augmentierungen, um Zugriff zu erhalten. Der Stedelstecker ermöglicht uns, uns ins Netzwerk zu hacken, indem wir gewaltsam die Kontrolle über die Augmentierung des Ziels übernehmen. Der sogenannte erlangte Zugang wird jedoch nicht lange währen. Einmal dem Inventar hinzugefügt. Schädelstecker. Okay. Schädelauswertung. Fiesere Methode entwickelt. Ja. Als ob der Schädel an sich, Stecker an sich noch nicht invasiv genug wäre, hat Teigen eine noch fiesere Methode entwickelt, Informationen aus den Chips der Adventure-Daten zu extrahieren. Diese neue Technik der Schädelauswertung Wertung könnte dazu führen, dass wir eine neue Information. Dass wir neue Informationen aus unseren Feinden herausbekommen und es sogar ermöglichen, versteckte Ehe-Einrichtungen zu sabotieren. Ich kann zudem unsere Schädelstecker verbessern, um die Hackfähigkeiten aller damit ausgestatteten Soldaten deutlich zu verbessern. Ah, na gut. Setze den Schädelstecker gegen einen Elfen-Offizier ein. Richte die Schatten. Baue die Schattenkammer, errichte die Schattenkammer, ja, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, nachdem der Schädelstecker mit TSCH, ja genau, nachdem der Schädelstecker erforscht wurde und wir bei über 20 Minuten sind, würde ich sagen, beenden wir auch diese Folge. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn wir was auch immer weitermachen. Ich verabschiede mich auf jeden Fall, wie immer, mit einem bis denn dann.